Ethan's Palace. Oh, kriegen wir jetzt einen Hinweis? Secret of Mana. Genau wie gestern, meiner Meinung nach für den Shellkick. Zu weit weg. Mann, von Noten Shelljumps, fies. Optisch eine 10 von 10. Ich finde, der Vordergrund passt nicht zum Hintergrund, aber unter dem Aspekt, dass es ja ein P-Palace ist, kann ich auf jeden Fall die Mischung verstehen. Für ein PS4-Remake von Evermore. Boah. Ja. Boah, bei Secret of Evermore bin ich, glaube ich, eher auch... Obwohl, ich mochte das Secret of Mana-Remake auch. Aber weiß ich nicht. Ich glaube, lieber unberührt lassen. Das könnte besser sein. Untouched. Wieso bremst er denn so wild ab? Ich denke, dass es besser ist. Nicht alles braucht Remake. Aber ja, Secret of Evermore könnte schon viele Dinge besser machen. Secret of Evermore, ja, ich finde es auch mittelmäßig. Ah, doch, es hat schon Spaß gemacht. Ich habe es, glaube ich, schon zweimal im Stream am Stück durchgespielt. Und das war schon cool. Lieber Terranigma, ja, das ist ja wohl klar. Jump. Jump oder Noob? Unmöglich, weil die Musik verändert hat. Man kann kein Jump machen. Ethan's photo has been developed. Okay. Dann jetzt hier den Normal Exit. Was geht denn hier für eine Party? Komplett irre Party. Nee, 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 draufbleiben. Ja, Kinur. Ich weiß noch ganz genau, im Berater habe ich immer Teenaga gelesen. Ich dachte, also wirklich, bis ich viel zu alt war. Also ich war schon in einem Alter, wo ich eigentlich Teenager hätte verstehen müssen. Aber damals war es noch irgendwie anders. Und ich habe Teenaga gelesen, bis ich, wie gesagt, ey, weiß ich nicht. Bis ich irgendwann mal drauf kam und gedacht habe, Alter, ach so. Wie cool. Ja, ich dachte auch irgendwie so einfach so ein Tee-Fan oder so ist das. Doch, ich weiß ganz genau, ich habe Teenaga gelesen und wusste das nicht, was es ist. Item gesagt. Ja. Wie viele Items hast du? Habe ich auch gesagt. Ja, wie viele Items? Ich hatte auch mehr Items als alle anderen immer. Aber das ist normal, oder? Und ich habe sogar zu ganz... Also, jetzt könnt ihr sagen, das ist kompletter Müll. Aber ich habe zu Leben, wenn man Leben bekommen hat, in Mario zum Beispiel, habe ich Freimännchen gesagt. Wer kennt denn das? Freimännchen. Geil, oder? Oh, zwei Freimännchen, mega geil. Oh, in dem Block einfach zwei Freimännchen. So war das. Erst die Items holen, dann kriegst du vielleicht daraus zwei Freimännchen. Game the Sigma, das habe ich nie gedacht, nee. Das Wort gab es gar nicht, als ich jung war. Glaube ich. Und ich glaube, das meine ich, das ist, glaube ich, real. Das gab es halt wirklich, glaube ich, nicht. Wo muss denn diese Shell hin? Da oben lang, ne? Bei One Up, genau, Freimännchen. Bei One Up war es Freimännchen. Bei One Up, ja, Freimännchen, was gibt's noch? Sonst nichts. Freimännchen oder ein... Ne, One Up habe ich nie gesagt. Ein Up? Ne, ich nicht. Ne, habe ich nie gesagt. Dann kam, also Freimännchen oder Leben. Was anderes gibt's nicht. Immer ein Leben. Auch als Kind schon, Nefall. Ist das nicht auch voll düster als Kind? Wenn man ein zusätzliches Leben bekommt? Dieser Jump. Versuche. Wer hat denn das nochmal immer gesagt?
Versuche kenne ich auch noch von damals. Ein Herz? Du sagst doch nicht bis heute ein Herz. Wenn du jetzt 100 Münzen sammelst und kriegst ein Freimännchen, dann sagst du doch nicht, ich krieg ein Herz. Also ein Freimännchen-Emote wäre passend, weil wenn ihr das in irgendwelche Retro-Channel postet und die Leute vielleicht älter sind als, vielleicht sag ich mal, 20, dann werden die das lesen und denken, Alter, Zeitmaschine. Das Emote ist eine Zeitmaschine. Bei mir ist der Controller immer Drücker, Joystick, immer. Joystick war es immer, egal was, also egal, der Nintendo Joystick, immer Joystick. So kenne ich es aus der Kindheit. Kenji Origin, danke für 21 Monate. Was ist denn jetzt der Begriff, der offizielle? Ist es jetzt ein PlayStation 5 Controller, den man kauft? Ja, ne? Ja, oder Gamepad. Beides geht, ne? Das finde ich hier irgendwie super komisches Level. Oder? Das passt vorne und hinten nicht. Das ist wieder ein gutes Beispiel dafür für ein cooles Mechanik, zu viel gewollt und dann wird es irgendwie seltsam. Ja, Tomb Raider, ganz normal. Tomb Raider, ne, Tomb Raider habe ich auch nicht gesagt. Tomb Raider, ganz normal, Tomb Raider. EA Sport, that's in the game, ja genau. Man kennt es. EA Sport, that's in the game. Furchtbares Level, muss ich leider sagen. Also der Hack ist genauso, wie er kultig ist. Wegen der coolen Geschichte und der netten Atmosphäre hat es Katastrophenlevel. Und das mit den beweglichen Layer 3 zum Beispiel auch ein ganz schlimmes Level. Und das auch. Erst denkst du, boah, coole Mechanik und dann merkst du einfach, komplett verrannen hat sich der Creator mit der Mechanik. Das ist mit Abstand das Schwerste bislang, würde ich sagen. Und ich bin ja jetzt schon zweimal hier drin. Da. Oh, es geht noch weiter. Oh Gott, warum? Gefällt mir gar nicht, das Level. Es ist irgendwie komisch. Die Mechanik war am Anfang noch cool. Jetzt ist sie nur noch nervig. Okay, zum Glück ging das gut. Raus, bitte. Danke. Sasaki Real Estate. Boah, wie schön ist das denn? Nein, du, es war blind. Es wäre, entweder war es blind, einfach nach vorne springen oder auf die Plattform zurück. Es war 50-50. Das ist einfach eine Cola von Lemonade. Ich mag die seit neuestem. Keine Mio. Hey, wenn ich jetzt die Wahl habe, nehme ich lieber Community Cola. Den Namen auch gut. Oh, Alter. Gewusel! Danke für 10 Subs! Oh, ich dachte, den kriege ich automatisch. Naja, wohl nicht. Also manchmal finde ich die Farbpaletten echt schwierig.
Darf Lemonade sich noch Limonade nennen? Weiß ich, gibt's da irgendwelche... Wann ist eine Limonade? Was definiert denn Limonade? Wann ist denn ein Getränk eine Limonade? Ah, der Zuckeranteil. Und der darf wo sein nur? Mindestens 7% Zucker enthalten sind. Ich dachte auch irgendwie, ursprünglich Limonade ist doch eine Zitronenlimo quasi, oder? Ist eine Fanta eine Limonade? Aber ja, es ist mittlerweile so, ja. Limo, ja, ja. Ist ähnlich wie die Diskussion, was Schokolade ist. Naja. Okay, das sieht cool aus. Da unten muss er, ist ja irgendein Secret. Na gut. 10. Left, right. Ja, irgendwas fehlt doch da schon. Alter, hat der mich erschrocken. Und hier sieht man wieder man versteht halt häufig überhaupt nicht die Setups. Warum ist da die Slope? Das ist, glaube ich, Cheese hier. Also ich sage euch eins, mein Handy ist immer auf lautlos. Es gibt keinen Moment, wo mein Handy irgendein Geräusch macht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Weder ein Anruf noch irgendeine Mitteilung. Mein Handy macht niemals ein Geräusch. Ja, meins vibriert auch nicht. Meins macht gar nichts. Nee. Es ist ja leider so, man guckt so häufig auf sein Handy, dass man niemals... Also... Ja gut, okay, sorry, als Wecker macht mein Handy auch Geräusche. Okay, ja, das Wecker-Ding, das stimmt. Ja, damals hatte man Polyphone, ja klar, da war es auch, da war das erste, was ich gemacht habe, wenn ich ein neues Handy hatte, erstmal so Mitteilungssounds einstellen, irgendwelche Gaming-Sounds, so ein Scheiß. Also, was heißt Scheiß? Um Gottes Willen. Kann jeder machen, wer will. Aber ich, also, nee. Schon lange kein Ton mehr an am Handy. Ja, ich sag mal, okay, wenn das Handy runterfällt. Kein Sound aus den Boxen. Ja gut. Diensthandy oder so, das ist aber was anderes. Da muss man ja. Das liegt einfach daran, dass man zu viel ja auch drauf guckt. Und ich will ja auch gar nicht sofort... Also, es ist ja auch fast... Es ist ja... Nee. Also, ich glaube, es ist auch einfach nicht mehr der Normalzustand, dass man sofort irgendwo drauf antwortet, oder? Es erwartet ja auch niemand, dass, wenn ich jetzt jemand bei WhatsApp schreibe, dass dann das Handy vibriert und klingelt und er es gefälligst sofort sieht und man darauf antwortet. Ja, und sowas, klar. Wenn ich jetzt weiß, hier kommen gleich Möbelpacker, die haben gesagt, sie rufen eine Stunde vorher an, dann habe ich vielleicht mein Handy auch mal laut. Aber das sind ja Situationen, die meinte ich jetzt gar nicht. Wie soll man das so schnell hoch? Bei Kindern, Handy ab wann? Oh, jetzt wird's aber... Jetzt wird's aber, ich würde sagen, bei Kindern so ab. Nicht vor 2. 3 spätestens, aber nicht vor 2, ja. So würde ich es mal auch sagen. Die ersten Runden in Fortnite, ja auch dann. Naja, jetzt mal ganz im Ernst. Ist es nicht fast schon selbsterklärend? Also, ist das nicht so ein Handy-Ding? Könnte es ja schon sein, aber oh, da könnte ich jetzt vielleicht auch. Viele Leute sagen jetzt, schlagen jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen und sagen, der spinnt doch.
Aber ist das nicht so ein Ding wie, ja, so man kommt auf eine weiterführende Schule und dann, also ich finde sowas, das ist doch dann eigentlich sehr passend, oder? Oh, Kopf gestoßen. Oder mit einem Schlüssel, obwohl einen Schlüssel kriegt man schon früh, ne? Schlüssel kriegt man vielleicht auch schon, ja, kommt drauf an. Schlüsselkinder kriegt man auch manchmal schon mit der ersten, in der ersten oder zweiten Klasse, ne? In der zweiten, sagen wir mal. Könnte man auch schon. Dann ist noch eine. Finde ich echt mega schwer, die Frage, ja. Vielleicht kommt es auch einfach auf dein Kind an. Ob das einen Lattenschuss hat, dann vielleicht ein Jahr später. Oder ob das irgendwie keinen hat. Könnte ja vielleicht auch eine Rolle spielen. Ja gut, aber ich sag mal so, in der fünften Klasse schon irgendwie Max-Level auf Candy Crush zu sein, ist geil, weil dann hast du halt nochmal andere Freunde, geilere Freunde, ne? Du hast ja direkt dann die Connects, sag ich mal, zu den Cool Kids vom Schulhof. Schon ein Flex, das meine ich ja. Es ist was anderes, ob du in der sechsten Klasse irgendwie Level 20 bist bei Candy Crush oder bei Raid Shadow Legends schon die komplette Armee hast. Auf Epic. Ich glaube, gerade so für soziale Kontakte wichtig. Hä? Hallo? Nicht möglich. Na dann lieber eine Switch als Gerät eintrainieren. Ja, das stimmt. Da geht leider Fortnite ja auch drauf. Mein Wissen über Raid Shadow Legends? Eine komplette Armee auf Epic, habe ich gesagt, oder so. Ich habe das verdammte Spiel in meinem ganzen Leben weder gesehen noch gespielt. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das geht. Irgendeine Armee und Epic gibt es bestimmt auch. Beides in Kombination wird irgendwie existieren bei Raid Shadow Legends, ohne dass ich es jemals gespielt habe. Mein bester 2-3 im Monatscounter. Besser sind nur 2-4. Mein bester 2-3 im Monatscounter. Jetzt verstehe ich es erst. Weil du 33 Monate da bist. Es hat gedauert. Bin ehrlich. Letztes Level? Oh oh. Oh oh. Ah, das ist halt so. Finde ich auch. Von was? Von 33? 6 Kreise. Hör auf, solche Cringe-Fragen zu stellen. Aber wir werden jetzt mal hier Raid Shadow Legends ab morgen wird's hier im Stream geben. Ich habe auch schon mal eine sehr große Summe von Raid Shadow Legends angeboten bekommen. Aber jeder. Ich glaube, jeder. Du kannst einfach nur, ich glaube, wow. Ja, nimm mit. Nee, jetzt geht nicht. Das ist einfach, das kannst du einfach nicht machen. Das ist... So nicht. Ich frage mich, wie sehr die das überprüfen. Eigentlich müsste man das mal experimentell annehmen und sagen, diesen Kack am besten nicht spielen, Leute. Das ist Müll, das ist Scam und es ist Glücksspiel des Todes. Nicht machen. Und dann einfach mal sagen, jo, habe ich gemacht. Die werden es schon ansatzweise überprüfen, wahrscheinlich. Ich glaube, das ist ja auch immer mit Downloads verbunden. Man hat es ja schon ab und zu mal gesehen auf Twitch. Aber die wollen auch, dass man es dann so und so häufig downloadet. Bitte nicht. Oh, jetzt springt der Spacken nicht. Jetzt habe ich Lust auf Raid Shadow Legends bekommen. Ja, Sheldros, toll. Ah, der wunderbar funktioniert hier. Ja, den Leuten, denen es jetzt aufgefallen ist, das war natürlich Inkognitos Kooperation. Ganz liebe Grüße.
Max. Robin 19, danke. Ja, sag ich ja. Boah, ja. Läuft schon. Kooperation seit zwei Stunden. Nee, Spaß beiseite. Themawechsel vielleicht. Schon viel zu viel Bühne bekommen hier. Oh, eine Turboblase. Ah, oh, du Schweinepriester. Schmeddy Meddy. Danke sehr, danke sehr, danke sehr, danke sehr. Subbombe. 20 Menschen ohne Werbung. Ey, du hast damit wahrscheinlich... Ich weiß gar nicht, läuft auf Twitch Shade Radio Legends Werbung? Ich sehe ja gar keine Werbung. Als Partner hat man ja überhaupt gar keine Werbung mehr. Oder liegt es daran, dass ich Turbo habe? Weiß das jemand? Habe ich eigentlich keine Werbung, weil ich verpartnert bin mit Twitch? Oder weil ich Turbo habe? Liegt an Turbo? Ach, okay. Blacky, yo, verschenkt 12. Diese Community, komplett krank. Was ist Turbo? Was ist Turbo? Ja. Turbo ist auch so ein dummer Scam. Nee, du blockst ja halt komplett jede Werbung auf Twitch weg. Und hast... Ach, zu blöd und ich spring dran. Ja, klassisch, aber irgendwie dann auch doch gut. Ey, Junge, die... Through this door, Mario can hear Toshio's footsteps. A battle awaits. Through this door, Mario can see the endless halls of the Seiki House. Gewusel! Ja, was mache ich denn jetzt? Leute, das ist ja die Qual der Wahl, die ich hier habe. Gewusel, nochmal 5 verschenkte Subs und der Darky im 32. Monat, vielen Dank. Crazy, Leute. Ja, Boss Battle, und was ist links? Wir machen Boss Battle. Immer rechts. Okay, das sieht sehr simpel aus. Oh. Bisschen Make-up. Der Respawn ist aber... Make-up. Oh, er hat eine Hitbox. PFNL, danke für 5 Subs. Was geht ab? Wir sind alle Subs. Kann ich nicht einfach hier oben chillen? Toller Boss. Nee, kann ich nicht. Aber jetzt wieder. Ich weiß ja nicht, ob das ein toller Boss ist. Oh, da ist eine Decke. Hätte mich fast noch gerippt. Oh, Super Toshi World. Das war's. Utschli. Grüße aus der Schweiz. Kloppt ein 10er rein. Vielen herzlichen Dank. Super easy. Ja, der war wirklich komisch easy. Also... Also der Hack war wirklich, wirklich cool und schöne Länge an 1,51.
Der war richtig cool. Auch das mit der Story. Also was heißt Story? Irgendwie fand ich es trotzdem, also weiß nicht. Atmosphäre war geil, Musik und so. Farbpaletten. Bad Ending, ich glaube ja. Ich will das andere noch. Dialektik 87, 5 Euro. Heimann für die Streamliste. Von Clip zu Clip. Dialektics, danke für 5 Euro. Vielen, vielen Dank. Danke für den Support. Gucci, danke für den 10er und Dialectics für 5. PFNL, was für mich am besten ist, also am meisten ankommt natürlich von der Donation, aber ich würde immer sagen, Subs sind am besten. Da haben andere noch was von, das ist sinnig und ja. Okay, ich will jetzt auf jeden Fall das True Ending.